Palpatine. Ein kaltes Land voller kalter Maschinen. Wir Saikina sind immer auf der Jagd nach der neuesten, großen Sache. Dr. Bergstrom, ich bin nicht wie er. Ich bin besser als er. Ich übertreffe ihn. Ein Saikina zu sein bedeutet, sich zu entwickeln. Du wirst es noch bereuen, Stern mir vorgezogen zu haben, Kunstschützin. Aber du warst in dem Labor. Verstehst du nicht, dass du dem Fortschritt im Weg bist? Unwichtig, Zeit, diesen nutzlosen, götterverfluchten Körper abzulegen. Sieh her, wahre Evolution! Dein Gewehr hat nicht genug Kugeln für uns alle, Spezialistin. Niemand kann die Kaiserin aufhalten. Denkst du, dir steht ein großes Schicksal bevor? Ich werde zusehen. Sei gegrüßt. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Willkommen am Rand der Welt. Trixion. Folge nun dem Pfad des Lichts. Und auch herzlich willkommen von mir. Ich bin der Patrick, hier auf meinem Kanal, mit dem Einblick zu Lost Ark. Das Spiel wird gerade sehr gehypt. Und ich dachte mir, ich schaue mir das Spiel jetzt auch einfach mal an. Ist ja kostenlos bei Steam. Und ich freue mich, dass ihr mich eingeschaltet habt und mich begleiten wollt bei meinem kleinen Einblick in Lost Ark. Ich bin sehr gespannt. Charaktererstellung habe ich schon hinter mir. Ich habe eine Frau genommen, eine Scharfschützin, also so eine Trickschützin. Und da bin ich mal gespannt, was das Spiel jetzt kann. Also, legen wir mal los. Mal kurz gucken, alles klar, Aufnahme läuft, dann schauen wir mal. Okay, hier können wir uns bewegen. Grafisch sieht es jetzt ziemlich geil aus. Folgen wir mal dem Licht. Die Mächte des Chaos sind erneut auf dem Vormarsch. Die Archen haben einst die Welt vor den Dämonen gerettet. Wir brauchen sie erneut. Versucht, den Folianten der Prophezeiung zu öffnen. Er wird den Weg weisen, den dein Schicksal für dich bereithält. Okay, das kann ich machen. Mit einem Objekt interagieren. Geh, Nervia, alles klar. Geh. Ist ungewohnt, mit Maustaste zu spielen, weil ich ja eigentlich Konsolenspieler bin. Kunstschützen, genau, die habe ich. Könnte den Wechsel zwischen drei verschiedenen Schusswaffen hin und her. Gibt auch noch eine Vorschau. Können wir uns ja mal angucken. Geht schon steil. So, Klassentester. Ja, okay. Stimmaufstieg. Standardangriff C.
Gut, machst du ja alles mit Tastatur, ja. Okay, sieht man unten ja auch alles. Das ist ein F. Mal kurz hier so ein bisschen durchtesten. Interessant. Das ist er. Nett. E. Geht ja auch mal voll ab hier. Als Boss beschwören. Was? Test beenden. Okay. Alles klar, da haben wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was der Charakter irgendwann mal drauf haben wird. Stimme dein Schicksal selbst. Kunstschütze. Ja. Ich muss aber. Das ist mein Schicksal. Andere Charaktere haben auch verschiedene Arten von Unterklassen. Sie hat leider nur eine. Jetzt gehört alles mir. Erfolg abgeschlossen. Und ja, sehr Problemlöser. Ja, toll. Nur, ich habe das Recht, das heißt. Okay. Das ist ein normaler Angriff. Muss ich da hoch? Ja. Möge Regulus deinen gewählten Pfad segnen. Wird immer stärker. Ah, das wird nicht mehr übersetzt. Oder synchronisiert. Das ist klar. Kreuzweise. Ich soll jetzt hier rein. Du wirst jetzt deine ersten Schritte auf der Suche nach der Arche tun. Arkesias Zukunft liegt in deinen Händen. Das Licht der Welt darf nicht dem Chaos anheimfallen. Die Säule des Lichts. Wir sollten lieber weiter. Hä? Gehen? Wohin? Alte Freunde treffen. Nach 500 Jahren des Wartens rufen uns die Sterne des Schicksals. Sterne des... des was? Komm wieder zurück, du alter Kauz! Ja, der Untertitel möchte ich auch nicht so richtig. Aber naja. Können wir eigentlich auch ausstellen, oder? Vergessenes Land Trua. Trua ist eine vergessene, uralte Stadt. Beeilt euch, ihr Anfänger! Wir sind hier! Nächster Stopp, Trua! Das vergessene Land! Lost Ark. Sachen. Ride Home kommt gleich, also steig bitte noch nicht aus. Oh, verstehe. Okay. Wir heben ab, sobald sie ausgestiegen sind. Nun gut, dann wir wollen aber erstmal Einstellung. Endlich.
bist du hier? Einstellung. Mal gucken, wegen Untertitel, wenn man es hier irgendwo findet. Oh, hat sogar Gamepad-Steuerung. Interessant. Video. Ja, dann die Grafik. Barrierefreiheit. Mehr können wir es auch anlassen. Sagen wir mal so. Lassen wir es mal an. Was haben wir hier alles? Inventar. Hier haben wir Tränke. Diese Tastatursteuerung ist. Ja. Bin ich ohne Grund eigentlich Konsolenspieler. Was haben wir hier? Titel. Schildkröte. Ah ja. Anwenden. Was gibt's hier noch? Du kannst deine Kaderstufe auf verschiedene Arten steigern. Alles klar. So, Store blinkt auch irgendwas. Was gibt's da? Hallo? Der Markt wird gerade gewartet. Okay. Was haben wir hier oben alles? Anmeldebonus. Was ist das? Wird beim Aufsammeln Karte gebunden. Eine magische Feder. Du hast neue Post erhalten. Kader-EB. Okay. Geh weg. Irgendwas, was hier aufleuchtet? Ja, hier. Dann gehen wir doch mal von Bord. Laufen, langsam. Wir sind Stufe 10 und Kaderstufe 1. Ja, hier kann man die. Ah, okay, verstehe. Hey, du! Komm mal für eine Sekunde her. Beschwerliche Reise, was? Werde ich natürlich nicht alles vorlesen, also. Das Spiel hat ziemlich viel Text. Du wirst es noch früh genug brauchen. Ausrüstung legst du aus deinem Inventar an. Gewehr des Abenteuers. Öffnen. Rüste die Waffe und beginne Abenteuer. Hier. Nicht lachen über mich, PC-Spiele ist ja nicht so mein Ding, deswegen muss ich hier erstmal klarkommen mit der ganzen Steuerung. Hier ist irgendwie die ganze Zeit eine 1. Hier passiert aber irgendwie nichts. Dann lassen wir das mal. So, sprich mit Mambo. Ich mag dich. Du hast den richtigen Blick für diese Aufgabe. Was meinst du? Was war das?
Wow. Seht ihn euch an. Hilf mir, Abenteurer. Kannst du mir etwas Wasser bringen? Natürlich. Naja, falls jemand Lost Ark nicht kennt, es ist halt ein kostenloses MMO. Am Freitag gestartet auf Steam. Also aus eurer Perspektive ist heute Sonntag. Und also ich zu sagen, ziemlich geil, habe ich schon erwähnt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und soll wohl auch eine Art Diablo-Killer sein. Kann ich zwar nicht so ganz vorstellen, aber es geht so in die Richtung. Vielen Dank. Wasser. Gutes Wasser. Schade, dass sich alles vertont wurde. Immer nur der erste Satz. Ja, ich habe meinen Charakter. Eigentlich wollte ich Scarlet Ersa nennen, oder Ersa Scarlet sozusagen. Aber ist schon alles vergeben. Deswegen habe ich es einfach mal Scaletti genannt. Doof, aber naja. Namen sind immer ganz schnell weg. Morpheus. Versammelt euch alle miteinander. Okay, ich komme. Sehr klar. Legt einen Zahn zu. Bewegung. Ich bin der Anführer der Truhe-Expedition. Nenn mich Serka. Komischer Name. Drücke Tab, um jederzeit deine Karte zu öffnen. Behalt die Karte stets im Auge. Ja. Hat man nach oben rechts? Die Vorhut hat die Erkundung des Gebiets abgeschlossen, aber es gab nichts zu holen. Jetzt kommt der erste Kampf, ja? Hauptmann! Trolle im Lager! Verdammt nochmal! Alle aufwachen und zu den Waffen! Legen wir ein paar Trolle um! Schnell, Bewegung! Verteidigt das Lager! Nach der Grafik gucken. Leistung priorisieren, anwenden. Ach. Was? Ah ja. So, Rechtsklick. Das sind die drei Waffen, ja. Okay. Aber... Ah, interessant. Ah!
fühlt sich schon cool an. Haben sie schon cool gemacht. Das hier oben nervt mich so um die ganze Zeit. Was stand da? Du besitzt? Es gibt einen verfügbaren Gegenstand. Wo denn? Okay, kann nicht geladen werden. Store geht wahrscheinlich auch noch nicht. Außerhalb der Kämpfe heile ich mich auch selbst, aber sehr langsam. Okay. Das wäre F1 ist Trank, okay. Okay. Sprich mit Serka. Machen wir das doch mal. Welch Energieverschwendung. Sicher, natürlich. Sprechen mit Morpheus. Irgendwas zu looten gibt's hier aber noch nicht. Nee, ist ja nur Story erstmal. Du bist ziemlich furchteinflößend. Bitte, könntest du das Messer weglegen? Welches Messer? Hey, überlassen wir den Priester jemand anderem. Wir sollten die Umgebung untersuchen. Das ist definitiv nicht leicht. Ich werde mal für mich das hier ein bisschen erhöhen. Okay. Ja. Weil das hier immer ein bisschen kleiner auf meinem Monitor angezeigt wird. Lagerheil, verwundete Abenteuer, inspiziere das Zelt. Und auch mit den verwundeten heilen. Vielen Dank. Es ist keine ernste Verletzung. Aufzeichnung des Truhe-Kaders. Okay. Irgendwas? Nein. Also sie lässt liegen, nimmt sie nicht mit. Okay. Wann werden wir diesen Schatz endlich finden? Ich finde Morpheus. Ja, er ist hier. Ich denke, es ist bereits zu spät für diese Leute. Ein Vermögen gekostet haben. Hotkey für Trank festlegen. Ich habe manchen schon den Trank verabreicht. Ja, ist doch schon zu festgelegt. Kann natürlich auch noch verschieben, gell? C5. Aber. Aber bei die 1 klingt gut. Ach, geht nicht. Kampfgegenstände bestimmt. Na, lass mal noch auf die 5. Ja. Ich habe dir einen Trank für dich. Platziere F1. Okay. Dann so. Geht der nicht. Schatz ist wichtig, aber hier lebend rauszukommen ist wichtiger. Setze diesen Trank klug ein. Könnt ihr die anderen Texte, die anderen Zeilen nicht auch vorlesen, echt? Auftrag vorleben, man hat. Schau so oft du kannst ins Kampffertigkeitenfenster regelmäßig für Veränderungen zu sorgen. Du weißt, wie deine Kampffertigkeiten einstellst, oder Skeletti? Erklär mal. Mit K. Diese Punkte nennst du deine Fertigkeitsstufe. Fertigkeitsstufe 4, 7 und 10 erreicht, kannst du deinen Fertigkeitsbaum einstellen. Fertigkeitsbaum erlaubt es dir, deine Fertigkeiten deinem eigenen Kampfstil anzupassen. Aber im Fertigkeitsbaum können Kampftechniken schneller und stärker werden oder sogar besondere Kräfte dazu bekommen. Aha. Warum öffnest du das Fenster nicht einfach mal? Kann ich machen. K. Ach du Heiliger. Empfehlung. Wie viele Punkte habe ich denn? Gar keine. Aha. Hier, ach. Hier steht 48 Punkte. Hier 0. Aha. Was? Nein. Ich habe aber noch keine Punkte, von daher kann ich hier jetzt noch nichts machen.
Ach Gott, was gibt's denn da noch alles? Meine Fresse. Das ist halt eine MMO, ne? Viel zu tun. Man weiß nicht, was passiert. Also sollten wir uns auf das Schlimmste vorbereiten. Die Archen. Hier lang. Schieße ich den Abenteurern an, zerstöre die Barrikade. Alle Mann sammeln! Wir werden die Barriere durchbrechen und vorrücken. Fluss runter! Mach ich. Es heißt, die Ruinen von Trua würden von den Göttern beschützt werden. Vorsicht! Überall lauern Fallen und herabstürzende Decken. Diese riesigen Statuen wurden nach dem Vorbild der Götter errichtet. Die Arche wurde von Regulus selbst gebaut. Das immer brennende Genesis-Licht. Die Arche beinhaltet große Macht. Die Macht zu schöpfen und die Macht zu zerstören. Genau wie ein Gott. Wüssten wir doch nur, wo sie steckt. Kannst du nicht mal aufhören zu quatschen, Priester? Er hat recht. Wir sollten ruhig sein. Dieser Ort, er wirkt nicht normal. Wir sind wohl auf der richtigen Spur. Folge mir und achte auf den Weg. Okay, geh zum Zielort von Bord. Zieh dich in den Ruin um. Hier soll ich G drücken. Okay. Der frühe Vogel. Hey, bleib unten! Und Pfeiler heißen, ich soll da lang, oder wie? Na dann. Oh, hier eingestürzt ist. Oder nicht? Was ist hier? Was bringt das? Wieder Trolle. Wir müssen ihre Linien durchbrechen. Macht euch kampfbereit. Ah, mit der das sieht man die Kinder aus. Alle in Deckung!
Brücke zerstört. Mit denen, die auf der anderen Seite feststecken. Scheue nicht, ich voll. Todessehnsucht. Es musste einfach sein. Nett. Kampfsystem ist nicht schlecht. Aber wenn das meiner Meinung nach mit den ganzen Tasten ein bisschen, ja, als Konsolenspieler. Ja, was haben wir jetzt hier eingesammelt? Ups. Die Tastatur hat eindeutig zu viele Tasten. Das war jetzt nochmal für Charakter. C, oder? Nee. Charakterprofil ist P. Oh Gott. Okay. Und für gewöhnlich spiele ich ja auch keine PC-Spiele, ne? Alter, aber nicht viel. Auf 25 Sekunden, ne. 5 Sekunden lang. Wie gesagt, ich bin immer Konsolenspieler gewesen. Und deswegen ist es für mich eine totale Umstellung, auf PC zu spielen. Ich habe zwar schon das ein oder andere PC-Spiel gespielt, aber dazwischen sind so viele Jahre vergangen. Aber auf das hier freue ich mich irgendwie. Auch wenn der Zeitpunkt, dass das Spiel jetzt gerade rausgekommen ist, ein bisschen doof ist, weil jetzt bald Horizon kommt. Es kommt bald Elden Ring. Es kommt bald das neue Final Fantasy. Es kommt Borderlands, deswegen. So viel zwischendurch kann man das ja mal reinschieben. Ich bin froh, dass das dir gut geht. Würde ich jetzt mal behaupten. Immer mal mit Zerga. Ich traf bloß eine rationale Entscheidung, um alle zu retten. Rationale Entscheidung, okay. Da müssen wir aber auch, ne? Das scheint der Eingang zur Stadt zu sein, aber er ist versperrt. Ging der Shop eigentlich gerade auf, oder was war das eben? Was, der Laden reagiert nur sehr langsam. Versuch es bitte später erneut. Wird wohl gerade überlastet sein, wenn er jetzt wieder geht. F4 ist der Laden. Aber F4 habe ich eben gar nicht gedrückt. Passiert nichts. Hier kann ich immer noch irgendwas nicht nehmen. Naja, egal. Was ist das hier? Währungsinventar anzeigen. Dieses Feon, das ist. Nee, Kristalle ist das, was man für echt Geld kaufen kann. Gott sei Dank fast nur kosmetischer Kram. Und kein Pay-to-Win-Spiel-Stil. Finde ich gut. Aber ja, kosmetischer Kram ist halt jedem selbst überlassen. Okay. Sprich mit Serka. Bei Kamera drehen? Nee, gell? Hey, Priester, was steht da? Im Zweifelsfall jagt es hoch. Gib Scarlett hier. Hör zu, Scarlett. Riss an der Hand nehmen. Renn so schnell du kannst, sobald sie scharf ist. Gib mir mal die Bombe. Das Ding geht schnell hoch. Ich hoffe, nichts geht schief. Es bewegt sich kein bisschen. Das ist eine uralte Magie. Das Ausweichen hat auch eine Abklingzeit von 8 Sekunden. Verdammt, dieser Stein rührt sich kein Stück. Gibt es noch einen anderen Weg? Offen.
ist offen. Es ist offen! Was ist das? Keine Ahnung. Ein Schwarm von Lichtern ist erschienen und hat die Tür geöffnet. Ein Schwarm von Lichtern, ich habe nichts gesehen. Das kann, hat keiner. Es hat den Anschein, als hätte es gerade einfach nur die Tür geöffnet. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber hier geht irgendwas Seltsames vor. Ja. Hätten ruhig mal alles vertonen können. Muss man die mal vorlesen? Wir sollten weiter. Sprich mit Petter und Morpheus. Ja. Ich würde gerne mal in den Shop gucken. Gucken, was das so alles gibt. Aber da geht irgendwie nicht. Abenteuer. Ratgeber. Okay. Na gut. Aber seht ihr mal, wie wenig Erfahrungspunkte man hier in dem Tutorial kriegt. Geht ja gar nicht vorwärts hier unten. Ah, da steht's sogar. 90 von 20.700 EP habe ich. Alles klar. Why not? Hey, Captain, ich glaube nicht, dass es hier für uns was zu holen gibt. Dieser närrische Priester. Ich kam extra hierher und hier ist nichts. Beruhig dich. Man wird dich rechtlich entlohnen. Ganz bestimmt. Dann schauen wir mal. Die verborgenen Ruinen waren die ganze Zeit hier. Wie hast du das gemacht? Das Licht. Oh Mann, wir sind bald reich. Sicher? Zweifel ist. Wir sind da. Los geht's. Ich glaube, der Schatz ist dort drüben. Öffne die erweiterte Karte. Hey, wartet auf mich! Sehen. Ja, und? Toll. So, um was zu sammeln? Nee, wa? Was ist das? Hol mir den Sprengstoff! Ich hab das ganze starke Zeug schon aufgebraucht. Was haben wir hier? Ich vermute, es muss ein geheimes Gerät geben, das den Schrein öffnen kann. Wir sollten zusammen danach suchen. Dann machen wir das doch mal. Das Ding hier. War schon eben dran. Finde was, mit dem du das geheime Gerät zum Laufen bekommst. Okay. Okay, der Schlüssel aus Licht und der Resonanz ereignet geworden. Sind eins geworden. Einen Weg gefunden. Offen. Die schwere Tür beginnt sich zu bewegen.
Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was war? Oh, dort! Der Schatz! Halt! Hände weg vom Schatz! Ich bin hier der Boss! Beiseite! Hört auf, ihr gierigen Narren! Schaut raus! Das sind einige. Wow! Dämonen! Wie sind die hier? Fast gestorben. Fast. Scheiß auf den Vertrag. Schnapp dir, was du kannst. Das war nicht der Deal. Wer das Schwert hat, macht die Regeln, Kindchen. Nimm den Stein mit. Sieht wertvoll aus. Das ist eine kluge Idee. Nein, nicht anfassen. Nein! Weg da! Halt! Eine Falle! Hilfe! Was? Man kann Entscheidungen treffen? Wir machen mal retten. Bitte, lass mich nicht sterben! Komm zurück! Okay, guck mal, nicht retten. Seine Gier hätte euch beide getötet. Bleibt hier. Wohin führt diese Straße? Gute Frage, aber ich habe neue Ausrüstung bekommen. Ein neues Oberteil. Ja, ist dasselbe halt. Okay. Jetzt gibt es nur noch uns beide. Ein bisschen Schluss. Ja, mal gucken. Sollen wir da jetzt reinspringen? Verwende das mysteriöse Portal. Haben die da eigentlich irgendwas fallen lassen hier? Nee, gell? Nee. Kann eh nicht mehr zurück. Gut, ich denke mal, hier gibt es auch noch nicht so viel, weil Tutorial-Gebiet, wie gesagt. Deswegen springen wir mal rein. Einfach mal so.
Welche Richtung sollen wir wählen? Folge dem Licht. Mama. Geht einiges kaputt. Das war nicht mehr. Geht es dir gut? Ja. Ich hab hier wieder irgendwas. Anmelden, hab ich doch schon bekommen. Machen wir halt nochmal. Du hast antike Platinmünze. Was ist das hier eigentlich? Komm weg. Das ist eine andere Währung, ne? Das geht wahrscheinlich noch nicht. Was ist das genau? Eine Platinmünze, die selbst damals selten war, als sie als Währung genutzt wurde. Sie ist äußerst wertvoll und erzielt bei Händlern einen sehr hohen Preis. Verwenden, um 20.000 Silber zu erhalten. Okay, also ein Wertgegenstand. Ich hab ihn gefunden! Nimm das und geh hoch! Was hast du gefunden? Was? Wahrscheinlich. Nee, eine Schriftrolle. Endlich gefunden! Erstmal kommt der Boss. Was zum... Aua, ich will gerade ausweichen. Was ist das? Ich kann jetzt gar nicht lesen, schnell. Mach's aber immer, wenn ich meine Rolle gemacht habe, ey. Böse. Energie
Wenn das Licht des Schicksals das Ende der Welt erreicht. Zeigt der geflügelte Wächter den Weg zum Genesis-Licht. Wenn das Chaos des Abgrunds seine Augen erneut öffnet, wirst du dem Stolz der Löwen bis zum Ursprung folgen. Das Schicksal ruft nach dir, Auserwählte. Sprich mit Pater Morpheus. Geht es dir gut? Ja. Das ging es in der Prophezeiung, also dann ging es um Portal. Boah. Deutsche Sprache, wisst Bescheid. Ich glaube, der Zeitpunkt, uns zu trennen, ist gekommen. Aber sei versichert. Wir werden uns wiedersehen. Wir haben ein gemeinsames Schicksal, du und ich. Der Stolz der Löwen. Also Krallholm. Na dann mal los. Wir können das Schicksal nicht warten lassen. Runapass. So, und ich glaube, das war jetzt der Prolog. Und an diesem Punkt würde ich gerne meinen Einblick jetzt erstmal beenden. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Ich muss sagen, es hat ziemlich gut Potenzial. Könnte echt ein großes Spiel werden, wenn sie es denn ordentlich erweitern. Denn es läuft ja schon seit 3 Jahren in Korea, glaube ich, war das. War es Korea? Ich glaube ja. Was jetzt zu uns gekommen ist. Schon mal Respekt, dass es sogar deutsch synchronisiert ist. Was nicht immer der Fall ist bei solchen Spielen. Aber ja, mir gefällt's. Steuerung, wie gesagt, ich muss mal für mich persönlich gucken, wie das mit dem Controller zu spielen ist. Denn man kann es ja auch mit dem Controller spielen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr mich beim nächsten Video unterstützt. Beziehungsweise, was heißt unterstützt? Wieder einschaltet, sagen wir mal so. Denn mein Dying Light 2 Let's Play mit Venom läuft ja noch. Schaut da gerne mal rein. Würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Ich bin euer Smoke Gamer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.